So wie ich es wahrnehme, also ist so, dass die Geistigkeit halt wirklich auch die Gedanken versteht. Also es ist eigentlich auch, während ich demonstriere, bin ich eigentlich in Gedanken ständig mit dem Verstorbenen am Sprechen. Also dass ich auch manchmal sage, hey, das geht mir jetzt zu schnell oder zeig mir das nochmal, das habe ich nicht verstanden. Ich liebe es halt auch, wenn der Klient mal sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Aber dann kann ich sagen, hey, die Bilder stimmen, irgendwann muss ich einen Fehler gemacht haben. Also kann ich im Verstorbenen sagen, zeig es mir nochmal anders. Boah, okay. Also ich weiß noch nicht, wie ich das heute machen soll. Weil so viele Leute sind, weil die Verstorbenen zu sehen ist für mich nicht so schwierig, aber euch zu sehen ist für mich im Moment viel schwerer. Ja, aber für mich ist es eigentlich nur so, wie wenn du mir was erzählst und ich verstehe es nicht, dann sage ich, erzähl es mir anders, erklär es mir anders. Und für mich ist es heute auch lustig, weil für mich war Verstorbene zu sehen oder überhaupt Geistwesen zu sehen, war für mich so normal, wie wenn ich die vordere Reihe hier anschaute. Also früher sah ich die Verstorbenen im Außen. Ich musste immer fragen, siehst du sie auch? Und wenn die Leute gesagt haben, ja, ja, sehe ich, dann habe ich gewusst, okay, die lebt noch. Und sonst habe ich gewusst, dass sie tot sind. Ich war unter anderem in England am Arthur Findlay College. Das ist eine mediale Schule. Und man lernt halt immer wieder Kontakte zu geben. Also immer wieder Kontakt zum Verstorbenen aufbauen. Eigentlich so wie ein Instrument lernen, immer wieder dasselbe, immer wieder dasselbe. Oder was ich jetzt heute oft gemacht habe, ist zum Beispiel, wenn ich Krankheiten beschreibe oder wenn man Unfälle beschreibt, dass ich halt mir immer wieder vorstelle, wie fühlt sich das für mich an. Und das ist für mich eigentlich so das Wichtigste, dass wir uns auch mal überlegen oder uns mit dem Tod beschäftigen. Und zwar nicht mit dem Tod als Angst oder dass wir das Gefühl haben, boah, wir kommen dann in die Hölle oder wir finden den Weg nicht ins Licht. Ihr könnt absolut überzeugt sein, ich habe echt viele Jenseitskontakte in den letzten 12 Jahren gegeben und ich habe noch nie einen Verstorbenen gehabt, der nicht im Licht ist oder der nicht an einem schönen Ort ist. Jeder hat einen Schutzengel, jeder hat einen Hauptgeistführer aus meiner Sicht. Der Hauptgeistführer ist einfach so, das war jemand, der, wenn man jetzt von Reinkarnation ausgeht, der selber schon mal auf der Erde gelebt hat, also schon mal einen Körper gehabt hat. Und der Schutzengel, der hat nie eine körperliche Daseinsform gehabt. Und ich persönlich arbeite, das ist meine Vorliebe, halt lieber mit Geistführer. Weil wenn man jetzt halt, nehmen wir ein ganz blödes Beispiel, ein Beziehungsproblem hat, ne? Und ein Klient sagt, ja, mit meiner Frau läuft es nicht so gut, kannst du mal meinen Schutzengel fragen oder Erzengel Raphael oder wen auch immer. Was will dann ein Engel sagen? Der hat nie Sex gehabt, der hat nie einen Körper gespürt und der Geistführer, der kennt halt mehr so die Probleme. Der kann dann auch halt für mein Empfinden mehr Informationen geben, die wirklich für unser tägliches Dasein verständlich sind. Mein Geistführer hat mir auch immer wieder gesagt, ja Pascal, Medien auszubilden, ich bilde inzwischen auch andere Medien aus, das ist eine tolle Sache, aber lern den Menschen vor allem Spaß haben, weil wir beschäftigen uns so oft mit dem Leben nach dem Tod oder mit dem Sterben oder mit unserer spirituellen Entwicklung, dass wir dabei vergessen zu leben. Sie möchte mit mir einfach auch noch über die Beziehung zu dir und ihr sprechen. Die meisten Verstorbenen, die kommen ganz oft, weil sie irgendwas klären wollen oder weil irgendwas nicht gut war. Aber sie sagt mir, ihr habt eigentlich eine sehr gute Beziehung gehabt. Kannst du das verstehen? Ja. Und sie sagt mir lustigerweise, okay, einen Moment, nicht so schnell. Sie sagt mir auch, dass du vor kurzem noch darüber geredet hast oder über sie geredet hast und auch, dass es auch um einen Jenseitskontakt ging. Kannst du das verstehen? Ja. Und dass du dir auch einen Kontakt gewünscht hast. Ja. Okay, und sie möchte sich am Schluss einfach noch sagen, sie sagt, mach dir keine Gedanken, dass du dich nicht mehr so verabschieden konntest, wie du es gerne gewollt hast. Du hast vorher schon dich mit spirituellen Dingen beschäftigt, vor seinem Tod, das ist richtig, oder? Ja. Und du hast ihm auch scheinbar beim Sterben, oder er gibt mir das Gefühl gesagt, mach dir keine Sorgen, du lebst dann weiter, oder es geht dann weiter. Und er sagt, ich habe dir nicht geglaubt. Ja? Aber er sagt, er möchte jetzt kommen und dir sagen, du hast recht gehabt. Okay? Danke. Und Pascal Voggenhuber war jetzt auch, den habe ich auch noch nicht gekannt. Das war jetzt auch nochmal ein Highlight heute. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen, was er gemacht hätte. Und von Pascal war ich total überrascht. Der ist so eine Erfrischung. So eine junge männliche Energie mit viel Power. Es war erleichternd, einfach nochmal Erlaubnis zu bekommen, einfach mit Freude und Spaß zu leben. Das hat mir gut getan.